Es geht mal wieder los mit einer neuen Runde OMSI 2 auf der Map Krefrath auf der Linie 849 vom Hauptbahnhof nach Angerath Bahnhof. Hallo. Guten Tag. Ja. So, um 13:30 geht es los. Noch 2,25 Minuten. Ich hoffe, ich komme durch mit dem Bus. 2 Minuten noch, die können wir noch vorstellen. Okay, jetzt geht's los. Ewig, Ewigkeiten, bessere Jahre nicht mehr auf Krefrath gefahren. Wird mal langsam mal wieder Zeit. Am Wärterweg möchte niemand mit. Super. Ach ja. Bin mal gespannt, wann ich darüber komme. Die setzen sich in Bewegung. Lässt die Polizei mich durch? Nö, warum auch? Wow, Dankeschön, Caddy. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass mich einer rauslässt. So eine Ampel. Ampel wird grün. Dankeschön. Du Vollidiot! Riechen weggeschoben. Er liegt nicht an mir, der lag an dem Autofahrer, der einfach rüberziehen musste.
Und rum. Na komm, Omsi. Bewegt euch. Nehmt die Beine in der Hand. Die Mekka-Mimosen können aussteigen. Kannst du so 200.000 kannst du dafür hinlegen. Aber Euro. Und weiter geht's. Dankeschön, liebe Ampel. Ja, das war der PKW, der einfach links rüberziehen musste. Hereinspaziert. Hallo, Mahlzeit. Und weiter geht es. Ihr fahrt auch nicht besser als ich.
irgendwas hinter mir direkt? Ja. Wollte gerade sagen, das ist doch schon die ganze Zeit. Ja, das war meine Schuld. Egal. Ich hatte die Hoffnung, dass ich rüberziehen kann, dass die Polizei vorbeifährt, dass ich die Sirene aus den Ohren habe. Aber das war jetzt meine Schuld. Wobei, hier hätte ich auch anfahren können. Oh, guck mal. Fahr vorbei. Boah, endlich. Endlich. Den aus den Ohren. Oh. Herrlich. Der Bus geht aber ganz gut ab. Im Vergleich zum Urbino 2 geht der aber sehr, sehr gut ab. Und fahr mit einem Peugeot. Muss das Streifen nicht so weit mittig stehen? Wenn ich fast schon über den Gehweg, über einen Grünstreifen fahren muss, um an dem vorbeizukommen. Boah, ich höre nur der Tütertal. Hallo. Und weiter geht's. Ich hoffe, ihr wartet. Ich möchte hier ehrlich gesagt auch nicht schneller fahren als 30 auf der Straße. Möchte niemand raus? Okay. Dann nutzen wir doch gerade die grüne Ampel hier im Tunnel und fahren durch.
Angst. Boah. Ich habe das Taxi nicht berührt. Also jetzt wären alle jetzt hier direkt schon da gewesen. Ja, oh Mann. Ich habe irgendwie Angst, dass mir jetzt gleich in einer engen Kurve ein Bus entgegenkommt. Da steht auch niemand und will auch keiner raus, also geht es durch. Und weiter geht's. Und da kommt noch eine schlecht einsehbare Kurve. Ich bin mal gespannt, wann mir der Gegenkurs entgegenkommt. Die möchte nicht mit. Okay, dann ziehen wir raus. Auf die rechte Spur natürlich, nicht auf die linke. Vorsicht, Leitpfosten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Solo-Buslinie ist. Oh, hösch, hösch, hösch. Wo muss ich? Achso, ich dachte schon, ich müsste da so rum an den Pfosten vorbei. Dachte ich gerade schon. Bin neu hier. Deshalb. Da möchte niemand mit, also kann ich da durchziehen. Oh. Ich muss mich gerade tierisch konzentrieren. Ist das eng hier? Ich musste ja auch einen Gelenkbus nehmen. Das war der Randstein. Eselstieg möchten wieder, möchten zwei Esel mit. Sie ist an.
dritte Achse fett und gebig, habe ich gerade gemerkt. Aber schöne Karte, das muss man ja sagen. Schön eng, herausfordernd, genau richtig. Möchte ja niemand mit, nur raus. Und weiter geht's. Genau. Eng. Bitte schön. Hallo. Und weiter geht's durch die Engstelle. Eng, 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 sag ich nur. Ja, das weiß ich. Bin neu hier. Fertig. Hauptsache, mir kommt jetzt kein Auto entgegen. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich nehme die Parker mit. Ja, damit habe ich jetzt gerechnet. Und jetzt geht's weiter zum Bahnhof Angerath. Den Benz lassen wir noch durch. Sonst kollidiere ich mit dem. Nee, das Ordnungsamt lassen wir auch durch. Im Ordnungsamt sollte man sich besser nicht anlegen.
Genau. Direkt hier vorne vorziehen. Drei Minuten 53 zu spät. Na komm schon. Aber irgendwie habe ich den Bahnhof Angerath anders im Kopf gehabt. Oder ich vertue mich mit einer anderen Map. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine schöne Linie. Auch für einen Gelenkbus möglich. Auch wenn man dann Schweißperlen auf der Stirn kriegen kann an ein paar engen Stellen. Ja.